So, auf zu den Gärten. Da bin ich schon mal gespannt. Das war gar nicht so weit weg, oder? Genau, da müssen wir gar nicht in dieses komische Bowser Gate gehen. Da können wir einfach so hin. Zack. Das müsste nämlich hier oben sein. Genau. Zera, wie oft ergreifst du Besitz von Leuten? Jedes Mal, wenn es jemand wagt, den Osteingang zu betreten. Ich besetze ihn und führe ihn in seinen Tod. Ja, es ist mir schon bekannt, aber wie oft passiert das? Jeden Tag? Alle 2 Tage? Alle paar Jahre? Das war's? Die Burg zu erreichen ist eine schwere Aufgabe für einen einfachen Sterblichen. Wenn nichts passiert, was tust du dann normalerweise? Ich bleibe wachsam. Für Jahre solltest du dir ein Hobby suchen. So etwas würde mich nur von meiner Wache ablenken. Wie langweilig. Ich bin sicher, es muntert dich auf, wenn jemand hier ankommt. Warum sollte es? Weil es dir etwas zu tun gibt. Du weißt schon, es bringt etwas Action in deine Langeweile und monotone Existenz. Das ist möglich, dass ich eine gewisse Befriedigung empfinde, wenn ich einen Eindringling beseitige. Siehst du? Es zeigt, dass du Action magst, Alter. Ich bin mir sicher, dass es dir einen Kick gibt, in meinem Körper gefangen zu sein, dass du so die ganze Burg besuchen kannst und auch etwas Action erlebst. Ah ja, den polen wir noch um, das passt schon. Also, Gärten. Wow. 32 Schaden ist jetzt nicht so die Welt, aber es sind ein paar mehr, kann das sein? Die halten ganz schön was aus. Okay, also blaue Satyre, böse. Ein schwerer Speer, grün. Das sind mal eben 105 Schaden. Das ist ordentlich. Komm her. Rüstung beschädigt. Nicht schön. Gucken wir erstmal links. Ah, was bist du? Okay. Hammer. Oh, der macht ganz schön Schaden. Und ganz schön schnell. Arkane magische Essenz mal 9. Ich glaube. Oh, Trank der Heilung mal 2. Ich glaube, was ich gerade sagen wollte, ist wieder irrelevant. Genau. Ich wollte nämlich sagen, ich muss jetzt wohl doch langsam mal eine Folge lang nur Fledermäuse töten. Aber anscheinend sind diese größeren Heilträge jetzt Standard. Also finden wir hoffentlich auch bald einen Händler mit einem Rezept dafür. Oder ganz viele davon. So, Hammer. 10, 10. Oh, was machst du denn hier? Ich dachte, es gibt hier nur diese lila Helme. Und einen Schlüssel, den wir offensichtlich haben. Okay. Oh. Hallo? Seid ihr lieb? Irgendwie ein echt flaues Gefühl bei der Geschichte. Also jetzt lassen sie uns alle durch, denn das hinten liegende Artefakt, das nehmen wir und auf dem Rückweg beballern die uns oder so. Feld Nummer 4. Ja, ist echt lang. Okay. Können wir euch auswählen? Nö, Tab funktioniert nicht. Ah, hier ist Endner, sehr schön. Oh, und da sind komische Monster. Oh. Das sah irgendwie aus wie ein Facehacker. So, was steht denn hier? Gärten. Füttern der fleischfressenden Pflanzen verboten. Diese Pflanze sieht tot aus. Anscheinend pflegt niemand mehr die Gärten. Ja, okay. Pew. Pew.
vergiften. Wir sind ganz schön stark vergiftet. F3, F1. So und Gegengift. Au, wo kommst du jetzt schon wieder? Au, hey. Dreifach vergiftet, komm. Gift verlangsamen. Langsames Gift. Und Regeneration. Und da oben kommt schon wieder so ein Ding runtergekrabbelt. F1, 5. 5. So. Sind trotzdem gleich tot. Shift 1. Heilung. Ja, ist eine ganz schön garstige Ecke da. Ja gut, es war zu erwarten, dass es mit der Zeit immer schwieriger wird. Aber ich glaube, ich gucke mir jetzt doch erstmal das andere Gebiet an. Oh, ihr seid ja auch wieder da. Oh. So, Auge der Tür kommt mit. Und zwar da bei dem Helmchen links rum. Moin. So, nicht mit mir, ich bin weg. Was ist da bei der Kiste? Was ist da oben? Was? Oh, sieht aus wie eine Selbstmord-Einheit. Hallo? Wow. Wow. Okay. Ach du gute Güte. 500 Schaden. Ja. Okay, runter, Feuerball drauf. Oh, okay. Ein Pointer, das ist ein Dolch. Ja, Dolch haben wir nicht so hoch. Und wie kommen wir da runter? Achso, da hinten war eine Treppe. Okay, dich machen wir auch noch an. Gehst auch noch kaputt. So, schnell hoch. Warum geht deine Zündschnur nicht los? Ich will da jetzt nicht runter. Kannst du knicken? Nee, 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 nicht mit mir, Junge. Er bleibt da. Ich könnte Eismagie probieren, aber... Ja, so. Was zur Hölle? Warum läufst du weiter? Okay. Also Eismagie ist bei denen keine so gute Idee. Ja, doch. Ein paar nette Neuerungen dabei an Gegnern. Wobei mir das oben mit den Giftdingern noch weniger gefällt, weil da müssen wir so viele Ressourcen verballern. So, alles einmal aufgedeckt. 5 und 5 und 5 und 5. Da geht's wohl nicht runter, oder? Nee, schaut nicht so aus. 5, 5, 5. Ha, es könnte doch runter. Oh, hallo Skelett. Ich hab einen Hammer. Du bist ein Skelett. Das dürfte sich nicht gut vertragen. No. Fünf. Fünf. Also hier würden wir runterkommen, wenn wir da fallen. Nee. So. Also hätten wir da doch runterspringen können. Wollen wir aber nicht. Wir wollen da hoch. Oh. So, nimm das. Und jenes. Oh, so ein Fass. Ja. Oh, nein, 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 nein. Nicht zweimal brennen, bitte. Oh. Shift 1. Und Enter. Oh. Viel zu knapp.
definitiv bald einen Händler finden für bessere Heiltränke. Und den Heiltrank, den wir haben, vielleicht mal eine ordentliche. Wir haben gar keinen mehr. Nicht so schön. Oh, mir fällt gerade ein, wir haben hier ganz unser neues Haustier vergessen. Das sollten wir vielleicht auch mal demnächst benutzen. Auch wenn die bei mir eh nur sterben. Na komm. So, Schwert wieder raus. Das bringt ein bisschen mehr bei denen. Kabloin. Oh. Die können sie nicht gegenseitig abschießen. Schade. Mach doch, was du willst. So, stirbst du halt durch einen Pfeilhagel. Level up, sehr schön. So, weg hier. Darum, darum, darum. Da hoch. So, runterspringen könnten wir zwar, aber wollen wir nicht, weil wir wahrscheinlich genau in den Stacheln landen. Sondern wir wollen da hoch. Und diesmal nicht verbrennen. Also, Hammer. Oh. Der ist weg. Okay. Ein Kampfstreitkolben. Was machst denn du? 129 Schaden. Wenn du eine Kreatur tötest, erscheint der Geist, der in dieser Waffe innewohnt und erzeugt zusätzlich einen Feuerschaden. Das klingt richtig gut. Du, Schnelltaste zuordnen, 2. Achso, 2. So. Oh, noch eine Truhe. Und rote Sens. Haha. Was haben wir hier? Als ein reicher Mann zu Larius den Groß besuchte. Das ist eine Anspielung auf Zarathustra, oder? Sprach zu Larius, je mehr du besitzt, desto mehr bist du Sklave deines Besitzes. Wir müssen all unser Gold ausgeben. Du hast die Herausforderung der Tranksammler entdeckt. Die Herausforderung ist, trage eine Sammlung von mindestens 18 verschiedenen Tränken bei dir. Wow. Okay. Das werden wir wohl erst schaffen können, wenn wir alle Händler im Spiel aufgedeckt haben. So, hier waren... Moment mal. Hier geht's gar nicht weiter. Da ist nur die Grube zum wieder hochlaufen. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich in die Gärten, also in die eigentlichen grünen Gärten mit den Tieren und so. Habe ich nicht so wirklich Lust zu. Aber vielleicht mit dem neuen Streitkolben hier, der ja doch wesentlich mehr Schaden macht und Feuerschaden danach, haben wir vielleicht eine gute Chance gegen Pflanzen und dergleichen. Lauf. So, zeigt mir den Feuergeist, der innewohnt. Zeigt mir den Feuergeist, der... Ah, na also, jetzt brennt das Ding. Und wir kämpfen gegen Feuerelementar. Nee, so nicht. Okay. Und wir können doch nicht so schräg hochschießen. Das ist gemein. Oh. Ah. Okay, was kriegen wir hin? So. Oh. Au, 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 au. Und geschafft, sehr schön. Fledermäuse, aka Heiltränke. Sehr schön. Wir haben echt nicht mehr viele Lebenspunkte. Warum kriegen wir immer noch Schaden? Haben wir irgendwas Garstiges wieder dabei? Vampirblutsauger. Oh, die sind neu. Okay, ganz kurz ein wenig umsehen. Dann müssen wir aber definitiv wieder Shift einsen. Ist der genau in unsere Keule teleportiert? Okay. Jo. No, nicht gut. Oh, die brennen aber. Nur ganz kurz.
Also, du kommst mit, du kommst mit, du wirst angemacht. Und da ist auch noch was. So, jetzt können wir auch guten Gewissens nach Hause teleportieren. Abspeichern und wir sehen uns gleich wieder.